So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild, Kronenpass. Ich mache jetzt noch eine Folge, denn ich möchte auf jeden Fall das Städtchen noch sehen. Und sehen ist relativ, denn ich laufe quasi gerade blind hier wieder raus. Okay. Das ist das, was ich noch haben möchte und dann werde ich wahrscheinlich schlafen gehen, denn ich möchte morgen zeitig zu GDQ wieder wach sein. Wir haben jetzt schon 2:30. Also heute zu GDQ. Und Monsieur rennt natürlich voraus. Die Dinger habe ich schon gesammelt. Oh, das gibt viele P. Das sieht mir nach einem Dead End aus. Aber ich kann hier runterlaufen, würde ich sagen. Das sieht so auf den ersten Blick nach einem romantischen kleinen Städtchen aus. Freestyle, Kronenschneelande. Ja, bei Schneekräuter anbauen ist jetzt schwierig. Sieh an, was haben wir denn da? Einen Gast? Dann mal herzlich willkommen in Freestyle. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Es kommt selten vor, dass Reisende sich in unsere entlegene Ortschaft verirren. Bist du etwa auch hier, um mehr über den König der reichen Ernte zu erfahren? Ja, bestimmt. Oh, ich bitte um Verzeihung. Das geht mich natürlich nichts an, wie unhöflich von mir. Es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jammer ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her, und am Ende muss ich ihnen sagen, dass es sich dabei nur um ein Märchen handelt. Lass mich dir wenigstens dieses Souvenir aus Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen gehen musst. Ein Rundkragenpullover. Das ist ein Pullover mit einem Aufdruck des Königs der reichen Ernte. Leider hat es sich nicht so gut verkauft wie erhofft. Daher haben wir einige Exemplare übrig. Das abgebildete Aussehen des Königs basiert auf uralten Beschreibungen, weshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht macht es das ja sogar wieder modern. Wenn du wissen möchtest, wie der König wirklich ausgesehen hat, solltest du einen Blick auf die Statue im Zentrum der Stadt werfen. Übrigens kannst du während deines Aufenthaltes hier in Schneelanden das Pokémon an der Spitze des Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Also dann, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in unserem malerischen Örtchen. Hey! Ich habe in der Zwischenzeit einen Kaffee getrunken. Mein Hals tut immer noch weh. Vielleicht war Kaffee auch nicht das Richtige. Marissa, hier drüben! Unverkennbar an der Fahne. Ein Allzweckschirm. Aha. Regen und starker Sonnenlicht. Okay, das ist irgendwie lustig. Und ein Nugget. Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt dir vor, als würde ihr etwas fehlen. Aha. Das sieht ziemlich panne aus. Was ist das hier? Gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Möchte ich zur Pionier gehen? Herberge Efrost. Indeed it is. Hi. Oh Gott, Mülltreffer. Habe ich bestimmt schon ein paar Mal. Ist trotzdem eine coole Attacke. Die Musik ist so schön ruhig.
Ist ja gerade glitzern sehen. Sieht nicht so aus. Hi. Herzlich willkommen in Feastdale. Du hast sicher einige Strapazen auf dich nehmen müssen, um hierher zu gelangen. Die Kronenschneelande sind bekannt für ihre Karotten, musst du wissen. Hättest du vielleicht Verwendung für ein paar Karottensamen, quasi als kleines Souvenir? Ja, klar, immer. Hoho, da ist ja jemand enthusiastisch. Es sind zwar nur Samen, aber die sind sehr wertvoll, weißt du? Lass uns einen Handel daraus machen. Wenn du mir 8 Backen Dünenerz gibst, gehören sie dir. In dieser Welt heißt es geben und nehmen. Mein Dünenerz kann ich mir theoretisch ohne Ende farmen. Hallihallo. So schöne Waren wie meine findest du hier in Feastdale. Du bist also der Shop. Mit Toastbrot. Ich kann Riesenperlen bei dir. Warum? Oh, und Lavakekse. Ich habe das Gefühl, ich möchte noch ein paar Bälle haben. Früher oder später werde ich die auf jeden Fall brauchen. Hast du irgendwas zu melden? Die jungen Leute sind alle in die Stadt gezogen. Nur wir Alten fristen hier noch unser kärgliches Leben an der Seite unserer Pokémon. Das hört sich irgendwie sehr, sehr traurig an. Holzkohle. Ach Mensch. Die gibt ja auch noch. Was haben denn die Damen zu sagen? Jahr für Jahr quäle ich mich mit dieser Kälte ab. Langsam reicht es meinen müden Knochen. Und du? Auf verschneiten Wiegen solltest du stets fest auftreten. Dadurch stürzt du nicht so schnell. Danke für... Ah, das glitzert doch, sag ich doch. Ein dicker Lauch. Ich dachte, hier gibt's Karotten. Warum kriege ich denn jetzt Lauch? Okay, gehen wir mal zu ihm. Entschuldigung. Ah, da bist du ja. Diese Hütte wird unsere Unterkunft sein. Für manche mag sie etwas öde wirken. So nett? Weiß nicht, was du hast. Aber wir sehen das in einem anderen Licht. Denn für uns ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung ist das A und O auf einem Abenteuer, weißt du? Gut, genug Zeit verquasselt. Lass mich dir erzählen, worin das Ziel des legendären Pionier-Expeditionstrips besteht. Um diese Gegend ranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Zum Beispiel die Legende eines Pokémon mit zu groß geratenem Kopf, das die Einheimischen den König der reichen Ernte nennen. Oder die Legende von einem riesigen roten Baum, um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollen. Und dann gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit Punkten im Gesicht, die angeblich in einer Art Ruine oder sowas schlummern. Die Regis gibt's, Mensch, sag bloß. Und das sind nur ein paar Beispiele. Hier gibt es so viele Legenden zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und der Pionier-Expeditionstrupp wird nicht ruhen, bis er jeder einzelnen davon auf den Grund gegangen ist. Jawohl. Ja, du hast richtig gehört. Das ist unser großartiges, grandioses, giga-nices Ziel. Und was ist das für ein Stein auf dem Tisch? Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte. Würdest du es lieber alleine machen? Aber vielleicht war das ja eine glückliche Führung du weißt schon. Uns erwarten absolut legendäre Abenteuer. Expeditionsleiterin Marissa. Expeditionsleiterin? Aber sicher. Was glaubst du, würde passieren, wenn wir beide einfach unsere Expeditionsbasis verlassen? Meine kleine Mila würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen. Und nun wäre er nicht da. Niemand wäre da.
Ich sehe schon vor mir, wie sie todtraurig und Papa sie allein da sitzt und mich vermisst. Ja, der Gedanke allein bricht mir schon das Herz. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Deswegen werde ich als Basisleiter hier die Stellung halten. Du hast die Ehre, unsere Expedition zum Erfolg zu führen. Natürlich brauchst du dafür auch die passende Ausrüstung. Hier, das ist für dich. Entdeckerset. Hey, sieht bestimmt sehr ähnlich aus zu deinem. Und ich ziehe mich vor deinen Augen um. Das ist eine fantastische Idee. Sitzt wie angegossen. Das perfekte Outfit für eine Expeditionsleiterin. Ich habe so viele davon als Wechselkleidung für meine kleine Mila mitgebracht, dass ich locker ein Set an dich abdrücken kann. Wenn du dich mal umziehen oder einfach nur ausruhen willst, benutze einfach das Zimmer da. Alles klar. Das Tuch um den Arm habe ich übrigens in mehreren Farben dabei. Kannst dir also eins aussuchen, das deinen Geschmack trifft. Oh, rot passt schon. Jetzt kommen wir auch schon zum Wichtigsten. Hier, nimm. Legendennotiz 1. Für jedes 1 oder... Ich werde es herausfinden. Gesammelte Notizen von Pioni über die Legende des Königs der reichen Ernte. Ein altes Foto ist auch dabei. Das ist die Statue. Ach, und der hat diesen Stein auf dem Kopf. Ah. König der reichen Ernte. In Freestyle wird das Mädchen... Mädchen. In Freestyle wird das Märchen vom König der reichen Ernte überliefert. Einem legendären Pokémon, dessen Haupt eine imposante Krone zieren soll. Der hölzerne Statue in der Dorfmitte scheint allerdings keine Krone zu tragen. Und das ist wahrscheinlich das, was da auf dem Tisch liegt. Legenden... Noch mehr? Okay. Gesammelte Notizen... Ja, okay. Ein paar einzigartige Illustrationen sind auch dabei. Selbst gemalt, alles klar. Das sind die Regis, ja. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit folgenden rätselhaften Inschriften versehen. La, da, ste, ke, n, ei, st, gen, d, s, un, end, echt. Lass das stärkste Pokémon einen Stein tragen? Keine Ahnung. Das uns macht. Tief im Herzen der Schneeschlucht liegen die Ruinen, in denen der Eisgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit den folgenden herzhaften Inschriften versehen. Da weiß ich nicht, was das heißen könnte. Lebenden kann ich lesen. Wo Grün und Weiß sich beim Bett des Giganten treffen, liegen die Ruinen, in denen der Stahlgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. Lass ein alles... Dann ein Giga ans... Keine Ahnung. Oh. Am fernen Drei-Wege-Pass liegen Ruinen, in denen das Gigantenduo schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit den folgenden rätselhaften Inschriften versehen. Gigantenduo? Von den Farben könnte man irgendwie, wobei auch nicht so ganz, auf Xerneas und Yveltal kommen, aber weiß nicht. Okay, das werde ich irgendwann schon noch eine, irgendwann herausfinden. Arzt, Sekunde.
Entschuldigung, musste gerade Nisa verhindern. Die legendären Vogel-Pokémon. Da fahre ich drauf ab. Wenn die Sonne im Zenit steht, scheint sie auf einen Baumriesen mit Blättern wie aus Feuer, in dessen Geäst sich die geflügelten Legenden einfinden. Ich möchte Zapdos haben, auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich alle haben, aber Zapdos ganz besonders. Das sind meine Legendennotizen, die ich in mühseliger Kleinarbeit durch stundenlange Fernsehrecherche zusammengetragen habe. Wie wäre es, wenn du zuallererst diesen König der reichen Ernte auf die Spur gehen würdest? Diesen König und sein Ross scheint sich ja wunderprächtig verstanden zu haben. Ha, ich weiß schon, was für einen Namen ich dieser Expedition geben werde. Mystischer Bund, der legendären König und sein treues Ross. Aha. Jetzt haben wir eine schlechte Talkshow. Mitten in Freestyle steht eine große Statue von ihm. Das soll ein guter Ausgangspunkt sein. Obwohl er da nicht so einen enorm großen Kopf zu haben scheint, wie in meinen Notizen. Ich setze ihm einfach den Stein auf den Kopf. Möchtest du deine vorherige Kleidung anziehen? Nö, ich behalte das an. Dann kann es ja sofort losgehen. Zeit, die Legenden der Kronenschneelande zu erforschen. Oh, natürlich. Oh, Momentchen. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Ein what? Einfach so? Ein Meisterball? Schön? I think. Soweit ich weiß, ist dieses Teil das Meisterwerk schlechthin unter den Pokébällen. Für welches Pokémon du ihn benutzt, bleibt dir überlassen. Da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal an einem Bekannten geschenkt bekommen, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Denk daran, dass du jederzeit in der Basis vorbeischneiden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Damit du sie nicht verfehlen kannst, habe ich extra eine schnieke, selbstgemachte Expeditionsflagge vor den Eingang gestellt. Toll, oder? Ich mag ihn. Das ist komplett verrückt. Und damit kann das große Abenteuer auch schon beginnen. Viel Spaß da draußen. Ich möchte diesen unauffälligen Stein haben. Hör auf zu reden, mein Hals tut weh. Ah, Expeditionsleiterin. Was sagst du zu meinem Kissen? Kissen? Oje, dann spitz mal die Lausche. Denn jetzt gibt's eine fette Portion Lebenserfahrung. Alles, worauf du deine Haut betten kannst, ist ein Kissen. Nein? Du hast doch vorhin extra gemerkt, Steine sind kein Kissen. Steine tun weh. Leider habe ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen. Also musste ich im Dorf noch einen Ersatz suchen und tada, hinter der Herberge habe ich diese Entdeckung gemacht. Kann ich es haben? Wie bitte? Du willst, dass ich dir mein echt nices Kissen überlasse? Ich schlag dir nur ungern eine Bitte ab, aber das ist ein bisschen viel verlangt. Das ist die Krone, die du eben erwähnt hast. Was sagst du da? Du denkst, es hat was mit einem legendären Pokémon zu tun? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Das lag doch einfach nur in der Gegend rum. Also gut, wenn du dir da sicher bist, werde ich natürlich kooperieren. Na dann, nimm es schon! Jetzt musst du der Legende aber auch wirklich auf den Grund gehen, hörst du? Was ein bekloppter Kerl, ey. Du hältst eine Holzkrone. Ist bestimmt ein super nices Kissen. Aus Holz. Eine rätselhafte Holzschnitzerei, die aussieht, als sei etwas von ihr abgebrochen. Vielleicht ist sie Teil von etwas anderem. Ja, Mensch. Farbe des Tuchs in, was habe ich denn? Normal, Feuer, Wasser, Elektro. Aha. Pflanze, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, Psycho, Käfer, Stein, Geist, Drache, Unlicht. Ich glaube, Unlicht ist cool. Unlicht ist dunkel. Ja, einfach mal machen. Wie sehe ich denn jetzt aus? Nur ein kleines bisschen unpassend.
Ein klitzekleines bisschen unpassend. Aber gut. So, wir wissen, wohin die Krone gehört. What now? Ja, da gehe ich bald hin, denke ich. Da ist der große Baum. Der aussieht wie ein großer Bärenbaum. Ah, da sind die ganzen Ruinen. Oh, die sehen schick aus. Die sehen echt schick aus. Da ist noch ein anderer großer Baum, nur ohne Blätter. Mensch, was da nur fehlen könnte nach dem Bild. Und das ist auch, was wir nächste Episode machen werden. Wir werden ihm seine Krone wiedergeben. Dann wird bestimmt irgendwas Tolles passieren. Warum bist du nur so inkompetent? Gott, wie blöde, ey. Ich lass Blitzer noch ein bisschen laufen. Blitzer ist ja ewig Blitz halt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott, mir ist warm. Offensichtlich. Vielleicht sollte ich doch die Kleidung ändern. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dieser Legende die Krone aufsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschö tschö.